Meine Damen und Herren am Gleis 7, bitte. Moment. Bei der Abfahrt des Zuges. Ich hab meinen Zug verpasst, Leute. Ich hab meinen Zug verpasst. Ich wollte auch endlich nach Hause, um euch ein neues Opening zu präsentieren. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe so Bock auf Zenit der Könige. Ich habe so Bock. Ich war im Urlaub und ich war auf dem Pokémon-Turnier. Mein allererstes Pokémon-TCG-Turnier. Da erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Und ich habe mir was gegrabt. Und das darf man gar nicht so doll zeigen. Minitins! Aber deswegen habt ihr wahrscheinlich auch auf dieses Video geklickt. Jetzt muss ich nur irgendwie von diesem Bahnhof runterkommen. Mein Zug ist weg, der kommt wahrscheinlich erst in einer Stunde wieder. Taxi! Einmal nach Gigalavastia bitte! Leute, ich bin gleich wieder da. Dann sehen wir uns hier wieder im Studio. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy von Gigalavastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Ich war unterwegs, das hatte ich ja in den letzten Videos mehrfach angekündigt, deswegen gab es auch mal wieder ein paar Deckvorstellungen. Ich weiß, dass die nicht so gut geklickt werden wie andere Videos, aber ich weiß, dass es schon eine kleine Fangemeinde für das TCG-Spiel an sich gibt und die natürlich auch dann diese Decks gerne anschauen. Deswegen Dankeschön für euren Support an dieser Stelle. Das hat mich vor allem gepusht für einen kleinen Trip, den ich halt unternommen hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im Intro schon erzählt habe. Ich war auf den Regionals in Bochum. Wer mir auf Twitter folgt oder auch auf Instagram, der wird es bereits mitbekommen haben. Ich habe dort bei einem Turnier mitgespielt. Aber nicht nur das. Ich habe bei meinem kleinen Urlaub natürlich auch den ein oder anderen Abstecher in ein Spielwarengeschäft gemacht und habe dieses wunderschöne Zenit der Könige Display rausfischen können. Ich habe mir aber auch ein paar einzelne tatsächlich gekauft und da fliegen hier die Kartons runter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ich habe auch natürlich, es juckt ja dann in den Fingern, schon ein paar geöffnet und ich möchte euch an dieser Stelle auch mal zeigen, was ich denn da so bekommen habe, damit ihr auch wisst, was sich so in meiner Sammlung bereits befindet. Wir müssen mal die Helligkeit, glaube ich, noch ein bisschen runterschrauben hier. Wir haben zum Beispiel dieses bildhübsche Lapras aus der Gala Gallery Reihe. Richtig hübsche Karte, wie ich finde. Die mag ich sehr. Ansonsten Kyogre als Holo mit dabei. Bidiza war, glaube ich, genau. Und dann haben wir noch die Energie, glaube ich, in Reverse. Oder ist das die? Nee, das ist nur die normale Energiekarte. Dann können wir das schon mal beiseite räumen. Aber ich habe noch eine richtig nice Karte rausgefischt. Die will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich glaube, die ist hier in dieser Box drin. Oh ja, guck mal, Leute. Eine Alt-Art habe ich rausgezogen. Nämlich vom guten Roy an dieser Stelle. Sehr, sehr hübsches Design, wie er hier den Pokéball signiert für den Fan. Hier ringsherum auch ganz, ganz viele andere, die ihm da auf dem roten Teppich mal Hallo sagen wollen, mal ein Selfie abfangen wollen. Insofern eine sehr coole Idee, finde ich, für eine Karte. Ist eine Alt-Art aus der Gala Gallery-Reihe. Ich habe ja bereits die Freunde aus Sinnoh, glaube ich, gezogen hier in den Openings. Und Charon habe ich auch schon. Und jetzt kommt eben, wie gesagt, auch noch Roy dazu. Sehr, sehr nice. Insofern ist hier der ein oder andere Hit schon dabei gewesen. Und ich habe auch irgendwo noch, ich glaube hier in der hier. Ich habe wirklich ein bisschen was aufgemacht, Leute. I'm sorry. Ich habe Bisbug. Bisbug noch gezogen und Mew. Mew haben wir auch schon. Das war, glaube ich, die allererste Karte als Hit, die ich gezogen hatte aus Zenit der Könige. Jetzt kommt noch Bisbug als V-Karte. Wird ja auch in dem ein oder anderen Lugia-Deck gespielt. Und dann gab es noch die Reverse-Holo-Pflanzenenergie dazu. Ich glaube, ansonsten sind das hier alles nur normale Regular Rares, beziehungsweise die Reverse Holo Rares, genau. Packen wir das hier mal schön wieder ein. Muss ich alles noch in Ruhe einsortieren. Alles rund um meine Erfahrungen zu den Regionals gibt es in einem extra Video. Ich habe natürlich die Kamera mitgenommen. Ich habe da auch mal ein bisschen gefilmt, beziehungsweise auch mal filmen lassen. Aber dazu später mehr. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da auch fleißig reinschaltet. Da werde ich einen kleinen Vlog dazu für euch zurechtschneiden und auch mal drauf eingehen, wie sieht das eigentlich aus auf so einem Turnier? Wie wird das dort gehandhabt? Wie wird das organisiert? Was kann man da eigentlich machen? Muss ich da unbedingt Profispieler sein? Kann ich vielleicht auch als Zuschauer hin? Das alles werde ich dort besprechen. Heute allerdings stehen zwei Minitins an.
Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt gedacht haben, oh, macht ein ganzes Display auf einmal auf. Aber Leute, ihr wisst doch ganz genau, ich möchte euch mit Content versorgen. Und deswegen muss ich immer ein bisschen sparsam mit den Produkten umgehen. Denn der Geldbeutel wird immer dünner, immer dünner. Und wir sind jetzt hier kein riesiger Kanal, dass ich hunderte Euro immer ausgeben könnte. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber ich freue mich sehr und ich hoffe, dass wir hier in einem von den beiden auch was richtig Nices draus ziehen. Das wäre natürlich phänomenal. Wir beginnen mit der lieben Sanja und ich schaue ja aktuell, ist ganz schön laut gewesen, ne? Ich schaue ja aktuell den Pokémon-Anime und irgendwie sagen die dann immer Sanja. Aber Sanja, auf dem Turnier in Bochum, da gab es nämlich auch einen Papa, der hat da immer seine Tochter dabei gehabt und die hieß auch Sanja. Die hat auch Sanja genannt. Ihr bekommt für 10,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung bei diesen Minitins hier keine Münze diesmal. Dafür aber die altbekannte Karte mit ein paar Infos zum Pokémon, was mit abgebildet ist, in diesem Fall Voldy. Ihr könnt diese Bildkarten auch nebeneinander legen für ein großes Bild und auch einen Sticker. Und das finde ich ziemlich nice. Ihr könnt diesen Sticker hier, seht vielleicht die Umrandung, abmachen. Und auf euer Notebook, auf euer Handyheften, auf eure Sammelordner, wo ihr möchtet. Ich finde Sticker immer ziemlich nice. Gerade für Kids ist das was Cooles, damit sie ihre Sachen verzieren können. Und natürlich bekommt ihr 2 Booster. Und das heißt, pro Booster bezahlt ihr 5,50 Euro. Wenn man jetzt mal sagt, okay, der Preis ist nur auf die Booster draufgerechnet. Und das ist, glaube ich, die günstigste Variante, um an Zenit der Könige Booster in den offiziellen Produkten mit der UVP gerechnet ranzukommen. Auf Deutsch natürlich das Ganze bei mir wie immer. In Bochum sehr viel Englisch gewesen. Sehr viel Englisch gelernt auch. Also, ich kann Englisch sprechen, aber die Pokémon-Namen und die Fähigkeiten, die muss man sich erstmal noch so ein bisschen einprägen. Und wir gehen rein in unser erstes Booster hier für heute. Ich sage Wasserenergie, ihr dürft gern mitraten. 3, 2, 1, Wasser oder nicht. Und es ist Elektro. Natürlich hoffe ich auch mal auf eine Goldkarte. Das wäre natürlich der Oberknüller. Oder auch auf ein paar andere tolle Alt-Arts, wie aus der Gala-Gallery-Reihe mit Roy, hat das ja schon ganz gut funktioniert. Wir haben schon eine Menge Produkte ausgepackt, ihr Lieben. Ihr dürft da gern die anderen Videos abchecken. Ich werde jetzt hier also nicht auf jede Karte nochmal einzeln eingehen. Wir haben erstmal nur Shinux als Reverse. Leider hier noch kein Hit, aber vielleicht klappt es trotzdem mit dem First Pack Luck. Trommelwirbel, was für eine seltene Karte verbirgt sich in Booster Nummer 1. Ein Zeraora als Regular Rare. Das hatten wir schon. Das ist nichts Neues. Das kennen wir bereits. Das können wir beiseite legen. Dann nehmen wir noch das zweite hier. Wie gesagt, 4 sind es heute insgesamt. Ihr dürft natürlich sehr gern schon mal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Wir haben fast die 2100 geknackt, ihr Lieben. Vielen Dank, vielen Dank. Ich weiß natürlich in letzter Zeit, da war nicht so viel Aktuelles dabei. Ich musste ein bisschen strecken, den Content. Wie ist da übrigens? Können wir eigentlich direkt schon mal rausnehmen. Aber ich freue mich trotzdem über jeden, der auch bei älteren Sets mit einschaltet. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Denn es ist gar nicht so einfach, immer an die aktuellen Sachen ranzukommen. So, mit Sonnenfell gehen wir rein. Oh, und ich glaube, ich habe da gerade was gesehen, Leute. Ich glaube, wir haben hier einen Hit drin. Rockheimann und Staralili. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, mein Auge hat da so ein bisschen was erspäht. Das wollte ich euch jetzt hier nicht vorenthalten. Mangunius mit am Start. Kikugi. Kommt jetzt schon die Reverse. Ah, es ist nur ein Wuffels. Aber vielleicht kommt trotzdem noch ein Hit. Der letzte hier hinten, die letzte Karte. Trommelwirbel. Jawoll! Von Zeraora Regular Rare zu Zeraora Vista. Na, also, bitteschön, das geht doch. So will ich das sehen. Sehr, sehr nice. Zermalmender Schlag, 190 Schaden und man wirft eine Stadionkarte auf den Ablagestapel. Also, man kann das machen. Und Blitzsturmstern ist die Vista Power. Wähle 4-mal ein Pokémon des Gegners. Du kannst dasselbe Pokémon mehr als einmal wählen. Und jedes Mal, wenn du ein Pokémon wählst, fügst du ihm 60 Schadenspunkte zu. Der Schaden dieser Attacke wird durch Schwäche und Resistenz aber nicht verändert. Sehr, sehr nice Karte. Tolles Centering, muss ich sagen. Und unser allererster Hit hier aus diesen beiden Minitins. Sehr nice. Was ich leider noch nicht so ganz hingekriegt habe, das ist die Helligkeit und der Hall im Raum. Ich probiere noch so ein bisschen aus, hab da noch ein bisschen Geduld mit mir. Bin noch so ein bisschen am Einrichten. Und jetzt gehen wir aber mal zu jemandem, bei dem man keine Geduld braucht, weil der von vornherein alles beherrscht, was man beherrschen kann. Deleon, der Champ mit seinem Glurak und dem Umhang der Stärke. Ist auch, glaube ich, die wertvollste Minitin tatsächlich, wenn man jetzt so nach Einzelpreisen mal guckt im Netz.
Aber es gibt sie ja noch. Also ich glaube, die Minitins werden auch nachgeliefert, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei Smith Toys hat man eigentlich immer ganz gut Glück. Auch Spielemax bekommt sie immer mal rein aktuell. Man sollte natürlich nicht zu lange warten. Schöner Sticker hier auch wieder mit dabei. Das Kärtchen will ich euch natürlich auch zeigen. Und wir gehen rein in die beiden Booster. Wir werden im nächsten Video, glaube ich, dann 3 Minitins auspacken. Also das sind ja 5 Artworks insgesamt, die man sammeln kann. Da ist auch die Mary dabei. Ist ja auch für viele eine Top-Waifu. Vor allem aus der Schwert- und Schild-Ära. So eine Goldkarte wäre es halt, ne? Arceus würde ich halt extrem feiern, da bin ich ehrlich. Pflanzenenergie. 3, 2, 1. Pflanze oder nicht. Jetzt ist es Wasser. Jetzt kommt Wasser vorbei. Hyperball. Immer gern gespielt. Freunde aus Isui, der Nirgendwo-Sauger. Ja, der ist auch jetzt öfter mal mit am Start. Iguana. Pam, pam. Tausch, ganz klassisch. Darf eigentlich auch in den meisten Decks nicht fehlen. Und ich glaube, jetzt kommt die Reverse. Oh, wir haben eine Gala Gallery gezogen. Und zwar Riolu. Ach, ist das cool. Sehr, sehr, sehr schöne Karte. Tolles Artwork. Feier ich total. Und das ist eine der Karten, die du zusammenlegen kannst zu einem großen Bild. Das sieht natürlich im neuen Seitenordner fantastisch aus. Und ich sehe gerade... Hello, hello. Die Kamera ist kurz abgeschmiert. Da sind wir aber schon wieder mit dem Riolu. Mit dem Fußkick ist, glaube ich, ein Reprint aus Strahlende Sterne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Einfach zuckersüß. Ich glaube, da gibt es aber auch noch eine Ort-Art-Fassung davon. Die würde ich natürlich auch gerne haben. Aber nicht nur die, sondern auch die Karte, die sich hier dahinter verbirgt. Denn da ist schon der nächste Hit. Ich glaube fest daran. Trommelwirbel. Nö, aber es ist eine Holo. Es ist kein Hit, aber eine Holo. Luft, Siegelstein. Es gibt bereits einige dieser Steine. Die kamen mit silberne Sturmwinde hinein. Und ihr könnt diese Karte an ein Pokémon V anlegen. Und dann kann dieses Pokémon V diese V-Star-Power einsetzen. Sternenfolge. Während deines Zuges kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Wenn das aktive Pokémon V-Star oder aktive Pokémon V-Max deines Gegners während dieses Zuges durch Schaden einer Attacke deines Basis-Pokémon V kampfunfähig gemacht wird, nimm eine Preiskarte mehr. Boah, Leute, wenn ihr das richtig kombinieren könnt und ihr spielt gegen einen V-Max, dann könnt ihr euch 4 Preiskarten auf einmal nehmen. Das ist ja gigantisch. Das ist ja richtig krass. Das kann man bestimmt, also, das kann man bestimmt spielen. Da gibt es bestimmt Decks, die das schon mit eingebaut haben. Sehr, sehr nice. Holo-Karte, aber natürlich hier unser 2. Hit des heutigen Tages. Wenn er denn scharf gestellt wollen würde, er will nicht so richtig. Riolu, mein Schatz, da ist es. Zeigen wir natürlich auch nachher nochmal. Das heißt aber jetzt, letztes Booster. Und wie gesagt, ne? Wer jetzt hier ganz neu dabei ist, gerne ein Abo da lassen, damit die 2100 geknackt werden. Like immer gerne mit dabei lassen. Kommentare schreiben, das hilft, dass der Algorithmus wieder ein bisschen gepusht wird. Gerade durch meinen Urlaub jetzt, da muss man YouTube immer so ein bisschen quengeln. Ich weiß, es ist nervig, aber ach, was soll ich machen? Ich sage erstmal Kampfenergie, da bin ich gut drin. Und es ist aber Unlicht, okay. Kriegen wir noch einen 3. Hit aus 2 Minitins? Das wäre schon nice. Zenith der Könige hat eigentlich eine gute Pull-Rate, zumindest das, was man nach den Top-Trainer-Boxen sagen konnte. Wir haben natürlich auch noch die Pikachu-Remax-Box. Aber ich sag mal so, aus 4 Boostern, 2 Hits, das ist okay. Ja, vielleicht noch einer mehr. Das wäre natürlich fantastisch für Zenith der Könige. Und ich glaube, jetzt kommt die Reverse. Es ist tatsächlich nochmal eine Gala-Gallery-Karte. Und zwar Bidiza. Wie süß es auch ist. Ach, ist das toll. Auch eine Chase-Karte von mir. Das Bidiza aus der Gala-Gallery-Reihe, was auch zu diesem Gesamtbild gehört. Hier mit Riolu. Ich weiß gar nicht, ob Riolu sogar hier mit rausspringt oder hier oben in der Mitte. Da müsste ich nochmal gucken. Aber das ist so eine bildhübsche Karte. So ein süßes Bidiza. Ach, das ist ein Träumchen, Leute. Ach, dass das geklappt hat, da freue ich mich sehr. Dass wir hier den 3. Hit ziehen und dann auch noch so eine süße Gala-Gallery-Karte. Richtig, richtig toll. Und wir hatten ja auch schon Bidifas gezogen aus der Gala-Gallery-Reihe. Jetzt auch das Bidiza. Insofern perfekt, dass das geklappt hat. Und jetzt können wir ganz entspannt auf die letzte Karte fürs heutige Opening schauen. Der Trommelwirbel, der läuft noch einmal. Was kommt nach Bidiza? Ein Regigigasweed, gleich noch ein Hit obendrauf. Ach, das ist doch cool. Ach, das finde ich schön.
Es ist zwar jetzt nur eine V-Karte, aber die hatte ich zum Glück noch nicht. Das Mio habe ich ja doppelt, aber Regigigas hatte ich noch nicht. Sieht cool aus, muss ich sagen. Ist ein nices Artwork. Einhämmern 50 Schaden, wütender Klaps 100 plus. Für jede Schadensmarke auf diesem Pokémon nochmal 10 Schadenspunkte mehr. Und das Pokémon ist dann verwirrt. Ja, ob das jetzt so spielstark ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute es fast nicht. Vielleicht mit ein paar Kombinationen in einem Hisui-Zoroark-Deck, dass man die Schadensmarken alle auf Regigigas packt. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Aber Leute, wie geil ist das denn? Wir haben 2 Hits hier nochmal rausgezogen. Ein schöner Doppelhit. Dann haben wir das Zeraora Vista. Und auch nicht vergessen bitte, Riolu und Luftziegelstein als Holo. Den packe ich mal noch so als halben Hit mal mit ran. Weil wer die Holo nicht ehrt, ne, der ist die V-Karten nicht wert. Leute, 2 Gala Gallery, eine Vista, eine V. Das waren 2 richtig, richtig schöne Minitins. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, ich mag die Minitins sehr. 10,99 € ist ein schöner Preis. Ist auch ein kleines Geschenk mal für jemanden für zwischendurch, der sich an Pokémon-Karten erfreut. Insofern, ganz klare Empfehlung. Ihr bekommt mit den Stickern auch ein nettes kleines Goodie mit dazu. Und wie gesagt, das ist auch die günstigste Variante, glaube ich, um an einzelne Booster von Zenit der Könige ranzukommen. Und man holt sich halt 2. Und wenn man sagt, man will nochmal 2, dann holt man so. Es ist nicht so viel auf einmal. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Nice an den Dingern. Aber was sagt ihr denn? Seht ihr es ähnlich wie ich? Ich persönlich mag die total, die Minitins. Findet ihr, das ist auch ein geiles Produkt oder geht ihr lieber auf Kollektionen, wo noch Promokarten mit dabei sind? Schreibt es ganz gerne mal in die Kommentare und schreibt auch ganz gerne mal, wie die bei euch bislang so gegönnt haben. Ich werde das natürlich auch noch herausfinden, indem ich noch mehr auspacke. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start und dann sehen wir uns im nächsten Opening wieder. Macht es gut und bis dahin, euer Giga Grevy von Gigalabastia. Ciao, ciao!